Gut verpackt in Nobbenfolie wurde der Stirling-Motor von Banggood geliefert. Es waren alle Teile vorhanden und zudem waren noch ein paar Ersatzteile dabei, die in der Produktvorstellung nicht aufgezeigt waren. Leider war ein Gläschen davon zerbrochen, es wurde aber auch nicht zum Aufbau des Stirling-Motors benötigt. Eine Aufbauanleitung gab es nicht dazu. Wenn man das beiliegende Blatt mit seinen Bandwurmsätzen nicht als solche bezeichnen will. Aber auf der Produktseite von Banggood sind doch sehr ausführliche Bilder, die den Zusammenbau der Teile recht gut zeigen. Es lagen auch zwei LEDs bei, für mich erst einmal ein Fragezeichen. Dann habe ich aber doch gesehen, dass der Motor einen kleinen Stromgenerator antreibt. Den habe ich dann als erstes einmal ausprobiert und mit den beiliegenden LEDs verbunden. Nun konnte ich endlich am Rädchen drehen und je nach der Drehrichtung musste ich die LED umpolen. Für spätere Versuche habe ich auch gleich zwei Kabel angelötet mit Dupont-Buchsen. Da kann ich dann später leicht die LED einstecken. Da die großen Teile schon zusammengebaut waren, habe ich dann die Glasteile und Verbindungen eingesetzt. Bevor ich den kleinen Silikonschlauch angeschlossen habe, wurden noch zwei schmale Ringe abgeschnitten, die ich dann zur Befestigung der Verbindungsdrähte gebraucht habe. Nun wurden die beiden Glasteile eingesetzt und mit den Rädern verbunden.
Man sollte unbedingt darauf achten, dass die Verbindungsdrähte gerade laufen und nicht zu schräg eingesetzt werden. Der Spiritusbrenner ist der schlechteste Teil am Bausatz. Da gibt es bessere Lösungen, aber er funktioniert und das ist die Hauptsache. Einige Zeit später. Nun ist der Stirlingmotor angesprungen und läuft regelmäßig. Auch nach dem Entfernen der Flamme läuft der Stirlingmotor noch etwas weiter und kann durch Zugabe von Hitze wieder auf Schwung gebracht werden. An meine beiden Drahtenden klemme ich die LED an und freue mich über das helle Licht.
Dieser Bausatz, obwohl recht einfach gestaltet, hat Spaß gemacht. Und der nächste Stirling-Motor, dieses Mal aus Karton, wartet schon auf den Aufbau. Freuen Sie sich mit mir auf diese Arbeit. Tschüss, vielen Dank und Salü aus dem Saarland.